Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Danke, dass ihr mich folgt. Und wie Sie wissen, ich habe eine extra Playlist für die Nähmaschine und die sind alle auf Deutsch. Also man sucht und geht auf Playliste und da sind meistens alle Nähmaschine und alles über Nähmaschine. Und es ist nur auf Deutsch. Wie Sie wissen, oder Sie haben schon bis jetzt gesehen, dass ich meine YouTube-Channel auch auf Bosnisch mache und deswegen ist ein bisschen vielleicht für die anderen Leute störend, wenn tagtäglich kommen Videos, aber nicht auf Deutsch. Aber es gibt eine Playlist, es ist nur auf Deutsch. Und meistens Nähmaschine und alles über Nähmaschine. Es gibt auch kleine Playlist mit Niqab und Himar und paar Patchwork Kopfkissen und so. Aber jetzt kommen wir zurück zur Nähmaschine. Das ist Lervia MKH 4000 Nähmaschine und die sieht so aus. Ich habe schon wieder aufgenommen, wie man die einfädelt und aufspult. Und jetzt lernen wir ein bisschen über diese Nähmaschine. Ich habe gesehen, es gibt gar keine Video darüber und dann freue ich mich umso mehr. Diese Nähmaschine, wie Sie sehen hier, also ich schiebe ein bisschen, so. Es gibt hier eine Rad, das ist zu Nähfußdruck. Dann haben wir hier Fadenspannung, normalerweise bis zu 5, bei mir jetzt ist fast 6,5, kann passieren. Dann haben wir hier Rückwärtstaste zum Vernähen, hier ist Taste oder Rad zum von 0 bis zu 5 ist Stichbreite, aber hier gibt zwischen 2 und 3 Zwillingsnadel gezeichnet. Und deswegen, wenn Sie etwas mit Zwillingsnadeln nähen, immer darauf achten, zwischen 2 und 3 auf dieses Symbol machen. Okay, das ist bis zu 5. Dann haben wir hier Rad mit allen Programmen, die Sie hier mit Farbe gezeichnet, hier auch. Obere Programme sind mit ganz normalen Nadeln zum Nähen und untere Programme, wenn Sie Doppelnadeln nähen oder mit Doppel- oder Zwillingsnadeln nähen. Also dann haben Sie hier die Programme. Bisschen war auch für mich, ich wusste das nicht, was zeigt man da jetzt, aber insgesamt. Und was ist auch für mich ein bisschen komisch war, wir haben hier Rad zum Breite des Naht, aber wenn man hier dreht, es ist fast egal, ob oben 4 oder 5 steht, weil es gibt gerade Stich kleiner und ein bisschen länger, dann Breite bei Zickzack kann man hier nur einstellen. Das war bei mir auch so ein bisschen, hä? Dann wozu diese Rad oben, aber Sie können das ausprobieren und wir starten jetzt also zum Aufspulen, natürlich rechts schieben, diese Teil rausnehmen, dann fertig zudrehen, also zudrücken und hier seitlich gibt es noch ein Rad vom 0 bis 4, das ist die Stichlänge. Und jetzt starten wir mit gerade Stich. So, das gerade Stich am Ende, ich zeige Ihnen alles, wie das aussieht, wenn genäht ist. Dann machen wir, also A gibt es zwei verschiedene, dann B ist kleiner Zickzack, ganz kleiner Form, Stretchstoffe und Jerseystoffe sehr geeignet. Und dann immer Nadel hoch, dann machen wir C ist ein bisschen größer. Wenn Sie Programm wechseln, Nadel hoch, aber wenn Sie hier unten drehen, dann Nadel unten drehen und dann geht's wieder jetzt Nadel hoch. Und dann machen wir D, ist ein bisschen breiter. Und dann machen wir E, ist das breiteste. Für mich immer noch zu klein, aber es ist so wie es ist. Dann, das war unsere Zickzackstiche. Wie gesagt, ich zeige Ihnen alles von vorne und von hinten, wie das aussieht. Jetzt machen wir F. F und G sind zwei
Blindstich, die benutzt man bei Hose. Also F ist linke und G ist rechte. Und das benutzt man bei Hose, Rock, Kleid, wenn man Saum näht, aber dass man die Naht nicht sieht. Heißt Blindstich, dafür brauchen wir auch Blindstichfuß. Also hier sind nur zwei verschiedene Richtungen. Machen wir Nadel unten, drehen, also links und rechts. Dann machen wir hier H. Es ist auch für Jersey elastische Stoffe sehr geeignet. Meistens bei sportlichen noch mehr oder Badeanzug und so weiter. Das sieht so aus. Jetzt können Sie Beispiel, desto enger wird, desto schöner das auch. Beispiel jetzt Nadel hoch, machen wir Beispiel auf 1 hier. Und dann sieht sofort noch mehr enger. Und dann diese Programme dann sehen noch schöner aus, weil es ist dichter, desto schöner. Okay, dass ich nicht alle Programme jetzt nähe, ich zeige noch drei, ich mache noch I. So, I. So, machen wir hier auf 2. Vielleicht zu, machen wir hier. Okay, das ist I. Dann machen wir jetzt L. So, es ist auch dreifacher. Sehr, sehr schön geworden. Und jetzt machen wir nur noch O Beispiel. Aber hier muss man schon ein bisschen dichter drauf. Und jetzt legen wir wieder gleich noch dichter. Nadel hoch, ein bisschen dichter. Dann sehen die Programme dann sehen schön aus. Ich zeige Ihnen erstmal, wie das aussieht. Hier, weil meine auf 6,5, deswegen geht ein bisschen schwerer mit rausziehen. Okay, das waren die Programme, was wir ausprobiert haben. Das ist eine Seite, zweite Seite. Wie man sieht, also perfekt. Kann man nicht meckern. Und jetzt macht man mit Zwillingsnadeln. Ich habe schon ein Video mit Zwillingsnadeln aufgenommen und ich schiebe ihn hier in diese Video rein, dass ich das jetzt nicht wieder zwei einfädle, aber Sie haben hier vor zwei Garne zusammen einfädeln und unten macht man die Zwillingsnadeln. Wie Sie sehen, es gibt Zwillingsnadeln mit kleinerer Abstand und größerer Abstand, 3 mm, 5 mm, es gibt auch, glaube ich, 7 mm. Und wenn Sie Zwillingsnadel hier reinmachen, dann unbedingt darauf achten, es ist Zwillingsnadelzeichen. Und dann machen wir jetzt diese Programme und wie gesagt, ich schiebe jetzt eine Video rein. Okay, jetzt machen wir weiter mit Doppelnadel und Zwillingsnadel. Es gibt verschiedene Breite vom Nadel. Ich habe eine breitere genommen. Das ist die ganz, ich glaube, 3 mm und das ist 5 mm bei mir. Und dann machen wir erstmal gerade. Ich habe zwei verschiedene Garne genommen. Sie können auch gleiche nehmen oder verschieden. Und das sieht so aus. Also bei gerade Stich, wie man sieht, man könnte noch ein bisschen fester machen. Oh, hier ist ganz rausgeflogen.
Das muss Sie aufpassen bei Einfädeln. So, weil beide Garne müssen gleichzeitig hier durch. Es besteht die Möglichkeit manchmal, dass das nicht so läuft, wie man sich wünscht. Okay, mal sehen, wie es jetzt. Okay, jetzt sieht besser aus. Dann machen wir weiter mit Zickzack. So, bei Zickzack immer erstmal mit Hand versuchen, wie links und rechts bewegt sich die Zwillingsnadel, weil es besteht die Möglichkeit, dass es kaputt geht oder dass die Nadel. Oh, das geht nicht. Ich habe vergessen, dass das nicht geht. So. Dann, das sieht so aus. Dann könnte man vielleicht noch eine breitere. Das sieht auch so aus. Also mit zwei verschiedenen Garnen sieht auch richtig schön aus. Das kann man auch machen bei Kinder-T-Shirts oder so, kann man benutzen und verschiedene Garne benutzen. Sieht schön aus. Jetzt machen wir Beispiel die hier. F. So, F. So aus, ich zeige Ihnen später, wenn das fertig ist. Dann machen wir L. Oder ja, machen wir L. L. So. Und jetzt ist dreifach. Schön aus. Und dann versuchen wir noch eine. Beispiel machen wir hier N. Sieht auch schön aus. Aber das ist zu. Machen wir ein bisschen dichter. Naja, man könnte noch dichter machen. Aber egal, machen wir noch P. Zum Abschied noch eine I und dann machen wir fertig mit unserer Nähen. Das war ein bisschen zu dicht. So, das war's. Dann machen wir hier alles ab. Und das sieht alles so aus. Das ist mit Zwillingsnadeln hier. Also es gibt sehr schöne Stiche, die kann man auch mit Zwillingsnadeln machen. Oder hier mit einer Nadel und von der anderen Seite sieht so aus. Bei Zwillingsnadeln ist oft unten wie Zickzack. Eigentlich kann man nicht sagen. So,
Sie haben gesehen, wie auch mit Zwillingsnadel und dann, es bleibt nur noch, dass wir das machen. Es geht nicht so schön, wie ich mir gedacht habe, aber ich probiere noch ein bisschen und dann mache ich auch extra Video, wie man die Knopfloch macht. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.